So, willkommen zurück zu Majora's Mask. Und bevor wir hier jetzt irgendwas machen, hole ich eben kurz mein Handy raus und check die Uhrzeit. So. Okay, wir haben es jetzt 27. Alles klar. Dann können wir starten. Ah ja, genau, hier waren wir im letzten Part stehen geblieben. Bei dem Kollegen hier. Ah, was wollt ihr? Noch ein paar Deko-Nüsse, die wir jetzt nicht mehr brauchen, aber das macht ja nichts. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Weil man weiß ja nie, weil man nur mal was gebrauchen kann, ne? Auf jeden Fall erstmal die Fackeln anzünden. Das ist vielleicht erstmal die Priorität Nummer 1. So, habe ich eine vergessen? Nö. Gut. Ich habe gedacht, da gibt es vielleicht noch ein bisschen was für, aber nö. Leider nicht. Ich wollte gerade sagen, lasst mich raten, noch mehr von diesen Gegnern. Da ist man so nett und befreit die aus den Krügen. Und was ist der Dank? Richtig, sie greifen uns an. Ich habe jetzt aber auch leider nichts mehr zum Aufheilen. Aber gut, wir gucken mal weiter. Ich könnte jetzt hier lang gehen, aber auch oben. Hinfort! Hinfort! Gebt mir etwas Kleines, Krabbeliges. Okay, das könnten wir machen. Ah, oh Mann, wenn du es nicht hast, dann geh weg. Aber ich will noch eben gucken, was der hier hat. Ja, Mann, hinfort! Gib mir einen Geist, einen großen! Okay, ich mach beides. Ja. Da kenne ich nix. Bitteschön. Ah, dies, du sollst es nicht bereuen. Das glaube ich. Wie gesagt, wenn wir hier ohne die Maske reingehen würden, dann würden die uns angreifen. Ey, diese scheiß Schattengrabscher, ne? Gut, wir haben Feuerpfeile. Das heißt, dieses Netz ist für uns natürlich kein Problem. Das machen wir so beiseite. Naja, und wir könnten rein theoretisch auch von hier... Schade, ich dachte, die Fackel wird damit direkt mit aktiviert. Aber nee. Okay, hier würden wir auch noch Käfer kriegen. Also Käfer braucht man sich im Endeffekt nicht besorgen. Die kriegt man hier wirklich en masse. So, hat nichts gebracht. Oh Gott. Ha. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Würde der uns erwischen, würde der uns wieder zum Anfang bringen. Hinfort, hinfort. Gib mir etwas Kalziumreiches. Ah, du willst also Milch. Ah, so wird ein Schuh draus, ne? Bitteschön. Ah, Mann, geil. Das nehme ich. So, das Geld sammeln wir natürlich noch ein. Kacke, hier bin ich schon richtig. Na, das ist natürlich nicht kacke. Das ist ja gut, aber... Dann will ich nochmal eben kurz gucken, was der andere für uns hatte. Und man würde ja erkennen, wenn hier Schatztruhen sind, dann würden die uns das schon anzeigen. So, was willst du denn? Ja, Mann, hinfort, hinfort. Gib mir was Kleines, Krabbeliges. Okay. Ja, Mann, genau. Ich glaube allerdings, ich kann jetzt gar nicht mehr weiter, weil das, was die jetzt verlangen, das habe ich nicht mehr. Ah, okay. Das Auge der Wahrheit ist mal wieder gefragt. Und ich mache mal besser eben ganz kurz die normalen Pfeile, weil ich kann ja auch keine Feuerpfeile verwenden, wenn ich diesen Modus aktiviert habe. Und du sollst der Letzte sein. So. Jetzt nochmal eben ganz kurz eine Fackel entzünden. Da rüste ich gleich auch schon mal die Dekostäbe aus. Eine reicht ja. Dann können wir dann die anderen drei ganz leicht entzünden. Eins. Achso, es hätten nur die beiden gemusst.
Okay. Aber ich entzünde die trotzdem nochmal. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, was es da oben in dem Raum gab, aber ich glaube, der war nicht weiter wichtig. Hier gab es auf jeden Fall nur Geld. Nicht notwendig, aber komm. Wir nehmen natürlich mit, was wir kriegen können, ne? So, hier eben wieder aufpassen mit den Schattengrabbern. Ne, hier aufpassen, meine ich. Alter, wie fies. Da kriegt man ja richtig viel Schaden, wenn man nicht aufpasst. Oha. Naja, und man könnte hier halt jederzeit wieder rein. Das wäre kein Problem. Aber wir müssen erstmal eine Truhe erscheinen lassen. Ach, warum... Warum gehe ich denn ins Startmenü? Ich habe die Dekostäbe ja schon ausgerüstet. So, und zack. Und das gibt ein sehr cooles Item, wenn ich auch finde, es sieht sehr seltsam aus. Also was die Entwickler sich dabei gedacht haben, den so zu designen, ich weiß es nicht, aber guckt einfach selbst. Du hast den Spiegelschild erhalten, so mancher Lichtstrahl kann damit reflektiert werden. Yay. Drücke R, um in Verteidigungsposition zu gehen, drückst du R, während du mit zerzielst, kannst du dich gleichzeitig verteidigen, bewegen. Verteidigen, bewegen. So. Und den haben wir jetzt für immer ausgerüstet. Warum hat der so ein komisches Gesicht? Ich verstehe es nicht. Aber das muss ich vielleicht auch gar nicht verstehen. So, und so schlimm wie das Schild aussieht, so sehen die Sonnen auch aus, wenn wir die aktivieren. Ich zeige euch das einfach mal eben ganz kurz. Hoch, einmal hoch. Oh, Alter, dieses Gesicht, ey. Okay, aber dann haben wir soweit alles hier erledigt, was wir erledigen müssen. Mehr ist es wirklich nicht. Es ist, wie ihr seht, relativ einfach. Man muss sich halt einfach nur mit der Gyptomaske dementsprechend tarnen. Die wir jetzt übrigens auch wieder absetzen können. So. Okay. Seltsame Zäune. Oh, wo sind wir denn? Ja, Leute, wir sind jetzt in diesem Moment im Innenhof des Schlosses von Ikana. Wo wir sonst nicht reingekommen wären, weil... Ein Block versperrt uns den Weg. Zeige ich euch gleich noch. Ist auch gut, dass wir am Tag herkommen. Ruinen von Ikana, weil so hören wir die Musik, die hier im Hintergrund spielt. Na gut, ganz Tag ist es ja noch nicht, aber bald. Erstmal wieder ein bisschen healen. Puh. Viel gab's ja nicht, aber naja, komm. Wollen wir mal dankbar sein, dass wir überhaupt was bekommen haben, ne? So, und dieser Block, den ihr dort seht, der hätte uns den Weg versperrt. Und man kommt hier natürlich auch normal rein. Beziehungsweise damals ist man wahrscheinlich durch dieses Tor reingekommen. Jetzt muss ich nur eben ganz kurz... Ach, warte, die da von der anderen Seite kommen müssen. Sieht mir ja fast danach aus, ne? Hm... Habe ich noch Sachen? Ne, ich habe gar nichts mehr. Warte. Nein. Naja gut, selbst wenn ich wollte, könnte ich da jetzt nichts machen. Und hier ist natürlich auch wieder alles voll mit Garo-Meistern. Ja, und hier außen gibt es erstmal nichts zu tun. Oh, warte, da ist noch Gras. Das nehmen wir uns natürlich noch eben mit. Für die Herzen und die Pfeile, von denen wir eigentlich schon genug haben. So, gehen wir rein. Ja, da sollten wir auch ein bisschen besser aufpassen vor den Typen. Aber auch eine ganz lustige Sache. Wir können hier Masken aufsetzen und dann tun die uns nichts mehr. Also mache ich das einfach mal eben ganz kurz. Es geht der Helm des Hauptmanns, die Garo-Maske und die Gyptomaske. Da wir die Gyptomaske schon haben, rüste ich die aus und sie tanzen und tun uns nichts mehr. Aber ich stehe nicht auf diesen Tanz. Ballett.
Und noch einmal. Okay, die halten einiges aus. Und das Geld hier, was wir bekommen, ist übrigens auch eine sehr gute Methode, um Geld zu farmen für ein Herzteil. Ich meine, wir haben 3x15 Rubine und einmal 20 Rubine bekommen. Das sind 65 Rubine auf einen Schlag. Das ist nicht schlecht. So, dann gehen wir mal weiter. Aha. Okay, das ist ein bisschen anderer Gegner. Den hält ja gar nichts mehr auf, ey. Außer meine Pfeile natürlich. Stimmt, der spaltet sich. Und wenn die uns halt anfassen, dann werden die wieder größer. Dann saugen die quasi Energie von uns und werden halt größer. Generell gibt es hier richtig viel Geld. Man sieht es ja, ne? So, jetzt muss ich eben gucken. Kann man die Sonnen auch so aktivieren? Ich glaube nicht. Nein, kann man nicht. Okay, dann habe ich was übersehen in dem anderen Raum. Ja, den Augenschalter da zum Beispiel. Versuch's doch einfach mal damit. Ach Jungs, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe, ne? Tanzt euch weiter bis in alle Ewigkeit. Mich soll's nicht stören. So, ich habe mich schon gewundert. Normalerweise geht man halt in diesen Raum zuerst rein, aus dementsprechenden Gründen, weil wir hier weiterkommen, ne? Und das ist einfach nur nochmal so ein kleiner Mini-Dungeon. Ist eine ganz nette Sache. Finde ich auch persönlich sehr cool. Hier muss man nämlich so ein bisschen gucken. Gibt natürlich wieder ein paar Rätsel. Und bestenfalls sollte man hier mit Deko-Maske durchrennen. Ist so eine kleine Anlehnung an den Dungeon, der kommen wird, wo wir auch nochmal alle Masken verwenden müssen. Und wenn die Decke hier runterfällt, was sie gleich tut, dann können wir sie ganz einfach durch Hochspringen wieder hochheben. Und schnell dahin. Da fällt natürlich nichts auf uns drauf. Aber als Deko sind wir ja zu leicht. Also müssen wir Mensch werden. So, das soweit dazu. Jetzt können wir weiter, rein theoretisch. Wir könnten jetzt zwei Sachen machen. Wir können die Decke hochfahren lassen oder wir sind cool. Ich bin cool, also machen wir das so. So, dann wollen wir mal gucken. Ne? Hier kann man, glaube ich, mit den Hasenohren rüber. Sieht nicht danach aus, aber es geht, glaube ich. Es sollte gehen. Wenn auch ganz knapp. Hä? Das schneiden wir raus. Ah ne, warte, ich glaube, das war andersrum. Wir können von da hier rüberspringen. Da brauchen wir wohl doch wieder die Deko-Maske. So, dann gleiten wir hier mal ganz entspannt rüber. Und zack. Okay. So, und jetzt war es halt so, dass man hier mit den Hasenohren wieder rüberspringen kann. Da geht es, glaube ich, nicht hin. Aber das interessiert uns auch erstmal nicht. Erstmal mal wieder zurück, ne? Ich hoffe, das klappt. Ja, das klappt komischerweise. Auch wenn es wirklich nicht danach aussieht. Aber macht ja nichts. Hauptsache, es funktioniert. Okay, komisches Flackern. Kann ich dem keinen Schaden machen? Nö, tatsächlich nicht. Ja, gut. Mit Blasen zumindest nicht. Aber mit Feuerpfeilen sieht die Welt schon anders aus. Hier müssen wir übrigens keine Feen sammeln. Nur so nebenbei. So, wir können jetzt darüber fliegen, um uns ein paar Krüge zu holen. Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten, wegen den hängenden Minen, die hier überall sind. Ich weiß nicht, für welchen Feind das in irgendeiner Art und Weise als Abwehrmethode gelten soll. Weil eigentlich kann ja nicht unbedingt jeder fliegen, das können ja nur die Deku. Hä? Nein, auch wie ärgerlich. Er hat mich auf das Podest geschoben. Beziehungsweise glaube ich, dass er das hat. Oh, 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 oh. Aber dann war das Podest leider schon vorbei. Okay. Ach, jetzt habe ich die Skulptura gar nicht besiegt. Na, das soll unserer Sache, glaube ich, keinen Abbruch tun.
Oh Gott, Link, geh da rein. Meine Güte. Moment, ich mach das mal eben ganz kurz, dass die weg sind. Nee, warte, vielleicht nicht mit den Feuerfallen. Wir wollen hier ja auch keine Magie verschwenden. Okay, das sah gerade komisch aus. Scheiße. Die lassen sich da gar nicht durch beeindrucken. Wollen wir es riskieren? Ja, komm, wir riskieren es. Oh. Puh. Okay, das hat gut geklappt. Scheiße, warte. Warum ist der... Oh, nö, ich bin so ein Arsch manchmal. Oh, warte. Bevor wir hier jetzt irgendwie was machen, machen wir doch einmal hier die eben weg. Weil die stören mich ein wenig. Okay, da hat das Spiel gerade ein bisschen geleckt. Ja, zurück sollte eigentlich nicht so das Problem darstellen. Oder vielleicht auch doch. Ah, das wird knapp. Oh, das war richtig knapp. Oha. Ja, dann würde ich sagen, glitschen wir uns da nochmal hin, ne? Es ist einfach eklig, wie das klappt. Aber halt auch wirklich ganz knapp. Das ist ein Frame, der uns davon hindert, oder besser gesagt, der uns davon abhält, dass wir da hinkommen. Und dieser Frame, den können wir für uns ausnutzen. Also quasi Frame Perfect Jumps. Geht doch. Ja, noch ein paar Dekonüsse brauchen wir nicht, aber... Geld brauchen wir sowieso nicht. So, jetzt sind wir hier im Obergeschoss. Und hier können wir erstmal dafür sorgen, dass wir gleich den Rest des Dungeons problemlos erkunden können. Und Taya, ich weiß, auch hier ist ein Giptum... Garo-Meister. Ne, Garo-Roben. Und ein Herzhell ist übrigens auch noch, das dürfen wir nicht vergessen. Aber das interessiert... Wobei, doch, es interessiert mich. Weil ich glaube, ich komme sonst nicht mehr dahin. Da müsste ich den ganzen Weg normal laufen, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich hoffe mal, dass es ausreicht. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt einfach eben rüberfliegen, uns das Herzteil holen. Da müssen wir den Weg zwar trotzdem nochmal zurücklaufen. Aber komm, das ist für ein Herzteil. Da kann man das schon mal verkraften, oder? Das dürfte jetzt unser viertes sein? Nee, unser erstes wieder. Oder? Ja, Tatsache, unser erstes. Gut. Ja, zurück. Geht nicht mehr. Oh, aua. Das sah schmerzhaft aus. Hätte ich man doch erst den Weg da oben freigesprengt. Naja, egal. Der Part ist sowieso vorbei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier direkt im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zusehen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.